Wo wohnst du? Das würde ich gerne wissen. Schreib das bitte in die Kommentare mit IBAN und Adresse und Telefonnummer und allem drum und dran. Ich wohne bald in einem 32 Millionen Dollar Castle, also Burg in Schottland. Und zwar ist es dieses Gehöft. Wir schauen uns jetzt eine Roomtour an von einem 32 Millionen Euro Schloss. Ich bin gerade auf der Suche nach der nächsten Immobilie für mich und deswegen schauen wir uns das mal an. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ist mal heute was anderes. Ich habe Bock drauf und check Twitch ab. Zweiter Link in der Beschreibung. Digga, das gehört alles dir. What the fuck? Wer will da den Rasen mähen? Ich glaube, da werden Schafsherden oder so durchgezogen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Fantastic property and a piece of Scottish history. I'd like to thank Evelyn Channing and Luke French at Savills for the opportunity to tour their listing of this breathtaking estate. The approach to Dunbeath Castle is known as one of the most dramatic approaches to any residence. Wow! The 3/4 mile long drive is straight as an arrow, and it takes you directly between the walls of the north and the south gardens, keeping the stunning castle in sight at all times. As we drove down the drive, the anticipation was intense. We were about to enter the castle for the first time. Die Löwen, Junge. Welcome to one of the most fantastic rooms in Dunbeath Castle. This formal drawing room is. Das ist überraschend angenehm. Ich finde so alte Gebäude, alte Einrichtungen ziehen einen immer ein bisschen runter. Das ist immer ein bisschen depressiv da. Aber ich finde, das ist tatsächlich gemütlich. Das Bild ist ein bisschen dunkel, aber sonst. Probably one of the most grand rooms I've ever seen. In my entire real estate career. Also ich finde das. Okay, die Ecke ist. Also das hier würde ich alles rausschmeißen. Raus, 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 aber ich finde hier so die Ecke mit dem Kamin und dem Spiegel und den Fenstern und so finde ich schön. We have 14-foot 9-inch ceilings. We are 29 feet long by 22 feet wide. The scope and feeling of this room is just out of this world. We have this bay window here, a portrait window over here, and. Digga, stell dir mal vor, das ist dein Ausblick. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe, Digga. Guck mal, trinkst deinen Tee und du guckst da auf, in die Ferne aufs Wasser. Tommy, if you follow me around here, we have. Oh, Digga, was sind das für Ausblicke? My favorite piece of all. I'm in the turret. I'm in the turret of the castle. This window is a curved piece of glass, and I can look out over this rock. Digga, sind das Kanonen? Rocky outcropping here. It's just really stunning. You have to be here. It's such an impressive space. One of my favorite rooms in the castle. Welcome to the upper gallery. This is just adjacent to the drawing room. This lovely room has a wood-burning fireplace. We have two beautiful windows with window seats, and we have a bar where you can pour your guests a drink just before going in the drawing room. Geil. Welcome to the lower gallery. This is just below the upper gallery. Also ich würde da niemals alleine einziehen. Da müssen mindestens 10 Menschen, wenn nicht sogar mehr, wohnen, damit da immer Leben im Haus ist, wisst ihr? Wenn ihr da alleine zu zweit, zu dritt, zu viert wohnt, dann ist es zu ruhig. Dann nimmt das Haus euch, glaube ich, kaputt. Aber wenn man da so richtig aktive große Familie hat oder mit vielen Freunden da wohnt, das ist, glaube ich, ganz cool. And it has lovely wood-burning fireplace, decorative coffered ceilings, and amazing. Ey, wenn jeder von euch eine 500.000 beisteuert, hm? You can even see outside of the windows the original defensive wall of the castle. Boah. Digga, was denkt ihr, wie viele Menschen sind an diesem Strand gestorben? Real talk jetzt mal. Wie viele Wikinger oder so sind hier rangesegelt und wurden dann von hier abgeknallt? Ich meine, ich schreibe, ich koche auch. Dann bist du jetzt ja eingeladen. Digga, hier ist safe schon jemand gestorben. Versteht ihr es? Hier stand safe mal irgendwie so ein Typ und wurde abgeknallt. Welcome to the formal dining room. Schon das krass. This gorgeous. Was denkt ihr, wie viele Kinder wurden in diesem Haus schon gezeugt? Oversized dining room has seating for 8 comfortably, easily expandable to 12 or even 16. Now we have this gorgeous. Ich sehe eher die Dekadenz dabei, so viel Wohnraum nur für 1 bis 4 Personen zu verschwenden, wo der Wohnraum so knapp ist. Ja, gut, check ich, aber bei Schlössern ist halt irgendwie noch was anderes, ne? Gorgeous stone fireplace that's perfectly polished. This is really the dining room. Also ich meine, der Wohnraum am Arsch der Welt in Schottland, keiner will da wohnen eigentlich, ne? Also du kannst ja nicht als normaler Mensch einfach einziehen, das funktioniert ja nicht. Welcome to the library. This intimate and cozy space has 4 oversized bookcases, a beautiful seating area, and a glorious hearth with a wood-burning fireplace. Now, above the hearth, these are animals that actually inhabit this land. Now, as we come over here near the window, we have.
Das wirklich, wer hängt sich sowas ins Zimmer, Alter? Das ist wunderschön. Guck mal, das da sieht wirklich aus wie Scheiße, dieser Fisch und diese Vasen da links und rechts und so. Und den Hirsch würde ich da rauswerfen. Und auch die Katzen da unten, die Tauben und was da alles ist. These are animals that actually inhabit this land. Now, as we come over here near the window, we have. Dieser Bücherschrank zum Beispiel ist wunderschön. Hey, vielen Dank für den Sub, Marlon! Na, vielen Dank, Mann! Danke für den Support! Wie findet ihr meinen neuen Sub-Sound, falls ihr vorhin noch nicht am Start wart? Ja? Ich finde den sehr geil. Vielen Dank, Marlon, für den Sub-Gift. Herzlich willkommen. Ganz viel Liebe. What might be my favorite seat in the whole property? You have a selection of books to choose from. Tommy, I might sit here a while, if that's okay. Go for it, Phil. Digga, wie geil. Pioni, dein Arbeitsplatz, ne? Welcome to the kitchen. Kannst du schon merken. And this kitchen has a really amazing earthy kind of feel to it. We have a old Stell dir mal vor, du gibst 32 Millionen Euro für ein Haus aus und deine Küche sieht einfach aus wie so eine Bauernhausküche. Historic Aga stove, which is a constant source of heat and also great for cooking. We have a oversized wooden island. This thing is huge. Digga, die Küche ist übel hässlich. Digga, die Küche, was ist denn das hier hinten? Also die ist nicht hässlich, aber für 32 Millionen ist sie unfassbar hässlich. You can do so much cooking on here. We have slate flagstone floors and amazing light throughout this kitchen and this bank. Bei aller Liebe, aber was ist denn das? Haben wir Katze dann für ein Follow? Cat is maybe my favorite. This would be a fantastic place to sit and eat with your family. This kitchen is fantastic. Das, Digga, der Fernseher ist dicker als meine Zukunft. Das Kitchen ist überhaupt nicht fantastic. Das Kitchen ist ein Haufen Scheiße. Vielen Dank für die 100 Bits. Auch neuer Sound. Ja? Hier ist alles neu. Es gibt noch einen Sound für ab 5 Subgifts. Der wird auch irgendwann explored. Ey, vielen Dank, Mann. You are out of my league. Also wirklich, das Haus ist ziemlich Arsch von innen, aber, also das Schloss, aber der Rest ist krass. Oh shit, Digga. Marlon, bist du bescheuert? Ich hab es gerettet, okay? Junge, du bist ja verrückt. Ey, ich feier die Sounds so krass, ey Marlon, vielen Dank für den ganzen Support, 100 Bits, 5 Subgifts, hast du im Lotto gewonnen, du Schnöselkopf, ey, vielen Dank, wirklich krasser Support, ganz viel Liebe, Mann. Ganz, ganz viel Liebe. Welcome to the gardens at Dunbeath Castle. Chat, ich will Herzen sehen, hä? Was ist los mit euch? Alter! So ein Banger, Junge. So ein fucking Banger. Danke, Shinobi OPS für fucking 5 Subgifts an die Community. 149. Wir gehen wieder auf die 150. Ganz, ganz viel Liebe, Mann. Chat, lass Liebe da. Wirklich ganz, ganz, ganz krass von euch. Danke, Mann. Und Marlon, danke für viele Bits. Nicht mehr lange. Nicht mehr viele Subs. Und dann ziehe ich hier ein. Tommy, I found a little secret path here. I want to go down. Okay, watch out for the thorns. Okay, das ist wunderschön. Retalk, das ist wunderschön. Na. Ey, vielen Dank für den Support. Was ist los, Marlon? Noch ein Subgift. Und Kiki mit 300 Bits. You are out of my league. Danke, Mann. Vielen Dank für den Support. Es kommen noch weitere Sounds, by the way. Das war jetzt erst der Anfang. Ich habe noch ein oder zwei geplant, die noch dazu stolpern. Ganz, ganz viel Liebe. Vielen Dank. Ihr seid die Besten. Weiter so.
love this place. Vielleicht könnte ich mir inzwischen von den Subgifts schon mal so einen Baum aus dem Garten leisten. I would be here all the time. Tommy, what do you think? I mean, I'm in shock. I don't think I've seen... Digga, no joke, ich sag euch jetzt einen Call. Man kann nicht unglücklich sein, wenn das dein Garten ist. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht unglücklich in diesem Garten sitzen. Funktioniert nicht. Das ist Real Talk ein... Das ist ein Seelenheil. Ich mein's ernst, ne? Das ist so krass. Ich glaube, so viele Menschen sind einfach unglücklich, weil sie in der Großstadt leben, den ganzen Tag nur grau sehen, immer nur... Wisst ihr, ich glaube, wenn jeder von uns so einen Garten hätte, uns würde es allen besser gehen. Da bin ich mir wirklich sicher. Danke für 70 Spitzmalern. Kuss. A variety of this many plants kind of just hanging. Digga, es geht ab. Exil haut auch noch rein. Danke, Exil, für deinen 34. Subgift auf diesem Kanal. Na, 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 na. Danke, Mann. Vielen, vielen Dank für den Support. Du bist die Beste. How in one place? Like, there's so many different species of flowers and vines and roses. It's overwhelming in the best way. It also smells. We can't convey. Stell mal vor, du heiratest und du gehst und deine Ehefrau läuft durch diesen Tunnel. In the best way. Oder dein Mann. Stell mal vor, deine Frau oder dein Mann kommt hier raus. It also smells. We can't convey how good it smells here, but no, it's pretty amazing. Wow, it's crazy, man. Okay, ich werde anfangen zu sparen. 32 Millionen, ich schaff das irgendwie. So from here you can get a good view of the castle and the turret on the other side of the garden and just get a feeling for the size of this really peaceful meditation garden. We can't let... Boah, stell dir vor, Gänsehaut, stell dir vor, hier hinten im Schilf, Hochzeitsnacht, okay, ich halte mal. So from here you can get a good view of the castle and the turret on the other side of the garden and just get a feeling for the size of this really peaceful meditation garden. Alter. We can't linger, so let's move on to the next portion of our tour. The Dunbeek Estate has its very own river. It runs 12.5 miles deep. Now it has some of the best... Bitte, danke für 100 Bits. You're out of my league, bitte. Vielen, vielen Dank, Mann, für 100 Bitsies. Ganz viel Liebe, danke, Mann. Salmon fishing around. Each year, 100... Wir machen dort ein Community-Treffen, auf keinen Fall, Lara. Ich werde da sowas von alleine chillen. Denkt ihr, wenn ich da Tinder benutze, so Radius 100 Kilometer, mir wird jemand angezeigt? Ich kann einfach so ein paar Kühe tindern oder ein paar Fische oder so, die da sind. Very river. Now imagine you catch your very first Scottish salmon. You bring it up to this cabin, you clean it, you fire up the grill, and pretty soon, you're eating some of the best Scottish salmon you've ever had. We are 20 minutes away from the castle right now, but we've barely scratched the surface of what... Ich habe irgendwie das Gefühl, hier hinten versteckt sich eine Räuberbande oder so, die mich dann überfällt. This property has to offer, and we're barely even into the estate itself. Let's go look at some more cool stuff on the property. The months of August and September offer the rare privilege and challenge of obtaining a McNab, catching a salmon, a stag, and a brace of grouse within one day between dawn and dusk from a single estate. We confirm from locals that many a McNab have been earned at Dunbeek over the years. With all this ecological diversity, Dunbeek Estate itself is almost its own nature preserve. Imagine yourself cycling, hiking, sailing, bird watching. The opportunities to enjoy Dunbeek Estate are almost limitless. Verrückt. Aber jetzt mal Real Talk, wer kauft sich das? Also welcher Mensch hat 32 Millionen über, um sich ein Haus zu kaufen, muss aber nicht, also oder und will dann wirklich im Nirgendwo wohnen? Wisst ihr? Also wirklich im Nirgendwo. Was ist das für ein Mensch? Was für ein Leben hat der? We're out on the Scottish moorland right now. We're still on Dunbeek property and... Digga, das gehört dir alles. Das ist doch verrückt. Honestly, beyond all these hills is still Dunbeek property. Now, you'll notice the beautiful heather. The ground covering is nice and soft here. The air smells clean and nice. This is a beautiful piece of Scotland. And this is all part of... Danke für den Hype Train. Dunbeek, and it's all for sale. So let's just take in a moment here to enjoy the beautiful Scottish Highland.
krank. Dundee the State has a productive, in-hand livestock farming enterprise, including 378 acres of silage ground and permanent pasture, and 119 acres of coastline grazing. Most recently, a commercial herd of 70 suckler cattle and a flock of 800 breeding ewes were kept for beef and lamb production at Dunbeef Mains. Dunbeef is a lovely village in southeast Caithness along the Dunbeef Water, just before it enters the sea at Dunbeef Bay. Digga, dir gehört sogar ein eigenes Dorf. We stopped at a local pub and were welcomed by the proprietor and the regulars. Eine Räuberbande, du meinst die Pikten, schottische Stämme? Nee, ich meine so Wikinger. Die so Schottland invaden, weißt du? Ich wusste gar nicht, dass Schotten sich auch gegenseitig bekämpfen, aber macht schon Sinn, weil alle haben sich ja früher gegenseitig bekämpft. Ja, dann... Scheiße, Mann. Ich brauche deine eigene Armee. Chat, also, ihr könnt euch bewerben als Soldat bei mir. Ihr kennt nur Wikinger, Schnauze. Ihr könnt euch bewerben als Koch. Ihr könnt euch bewerben als Farmer. Das sind die drei Stellungsausschreibungen. General, ich bin der General, hallo? We learned that the world-renowned hunting and fishing of the property is fit for a king, literally, as King Charles III has been commonly seen fishing salmon on the estate. If you're driving up Highway A9, you can't help but marvel at the castle. Mathilda steht dann so auf den Zinnen mit ihrem Gewehr und sagt so, Herr König, General, darf ich schießen? Und dann sage ich so, schieß den Linken ab. Das ist so meine Aufgabe. So, perched on the cliff. Who will be Dunbeef's next caretaker? Subscribe to go on more tours with us. And if you had as much fun as we did, give us a like. Thanks for watching. Krank. Ey, das ist super schön. Ich will da einziehen. Was ist letzter Preis? Können wir noch ein bisschen was machen? Können wir ein bisschen schieben? Ich bringe meine eigene Fußmatte mit für einen kleinen Rabatt. Ja, dann könnt ihr eure wieder mitnehmen. So. Irgendwas können wir doch bestimmt da machen, oder? ja. Ach, Scheiße. Hilfe! Hilfe! Sorry, ich muss hier kurz mal einen kleinen Skipper machen. Da kam ganz schön viel gerade rein. So, jetzt passt. Ey, vielen Dank für das Video. Danke, dass ihr am Start wart. Ich fand's sehr cool, hat Spaß gemacht. Und ich würde gerne einziehen. Also spendet, wenn alle von euch, die das Video sehen, irgendwie 100.000 spenden, dann könnte ich es mir wahrscheinlich kaufen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.